Moin Moin, Servus und Grüß Gott auf meinem Kanal. Es ist mal wieder soweit. Schlauchboot fahren 2.0 zusammen mit Urbex Michi und Urbex Flo. Wir sind in Belgien schon mal zusammen Schlauchboot gefahren und jetzt wollen wir gerne heute noch mal ein bisschen paddeln. Und wir steuern heute ein Hotel an und da wollen wir sogar auch schlafen. Mit am Start sind hier auch wieder diese Packcraft Boote. Ich glaube, ich habe das gleiche wie in Belgien, glaube ich, oder? Nee. Ja, nee? Glaub's nicht. Okay. Und du hast auf jeden Fall das gleiche wieder. Du bist die Biene Meier. Ja. Und Flo ist mit dem Grün da unterwegs. Flo war heute der Meinung, wir müssen es mal anders machen. Da ist ja mal so ein Luftsack dabei zum Aufpumpen. Er hat einfach mal ganz stumpf hier die Powerstation mitgeschleppt. Und eine Elektropumpe. Ja gut, okay, dann kannst du mal jetzt auch mit aufpumpen. Ja, wir wollten heute mal so einen ruhigen Tag machen. Wir sind jetzt auch schon 2 Tage unterwegs und wir waren sogar vorhin hier noch schwimmen. Mal eine kleine Abkühlung und ja, genau. Und jetzt geht's halt mit den Schlauchbooten los. Wollen wir ein bisschen einmal hier um den See rumfahren. Wir wollen das ja auch ein bisschen testen, weil ich habe hier einen 13 Kilo Overnight-Rucksack dabei. Ich habe letztes Mal nur so einen kleinen Rucksack dabei gehabt. Ich will das mal so ein bisschen ausprobieren, wie schwer das ist für die Boote und ob ich dann überhaupt noch richtig paddeln kann. Weil wir haben vielleicht auch noch mal ein paar andere Sachen geplant. Ach genau, das war wieder mein Sitz, ne? Ja. Das war mein Sitz. Den kann ich gleich aufpusten. Aber das hatte ich letztes Mal nicht gehabt. Nein. Nee. Okay. Das ist aber echt eine knallige Farbe. Warum gibt es die denn immer so komische Farben? Ja, Flo arbeitet sich gerade zu Tode hier mit dem Aufpusten. Voll anstrengend. Harte Arbeit, harte Arbeit. Der kommt richtig ins Schwitzen. Ja. Willst du einen Schluck Wasser? Oh ja. Ja? Oh ja, fertig. Dann kannst du auch hier gleich direkt mein Schlauchboot mit aufpumpen. Den Schweiß auf seiner Stirn. Ja. Oh. Bin so fertig. Fix und fertig ist er. Oh, gleich ganz viel zu trinken. Michi packt schon Sachen. Ja. Oh, der ist auch süß. Ja. Und wir, guck mal hier, das wollten wir mal ausprobieren, ob das alles wirklich so passt und ob wir damit paddeln können. Du hast ja auch bestimmt 15 Kilo, oder? Boah, der ist noch ein kleinen Tick schwerer wie meiner. Also ich habe 2 Schlafsäcke, 2 Isomatten, 2 Kopfkissen drin. Ich glaube, da ist meiner ein kleinen Tick leichter. Ja gut, du hast aber 2 Schlafsäcke und so drin. Du hast ja das Doppelte für Michi auch mit drin. Ich tue auch mal was. Also Flo hat, glaube ich, das Problem, du hast noch ein Loch. Irgendwo. Du hast es ja letztes Mal schon mal geflickt. Ja, 1. Okay, also wird es heute ein bisschen lustig, wenn du heute abgluckerst. Ja gut, du hast die Powerstation mit, du kannst immer zwischendurch mal eben die Luft wieder reinpusten. Vergiss dein Paddel nicht. Nee, nee. Okay. So, tschüss. Tschüss. Wir sehen uns auf der anderen Seite. Ja. Oh, hier haben wir gerade Wellengang. Hui. So, die anderen beiden brauchen da hinten noch ein bisschen. Und es geht gleich zu einer Location. Unser, so ein verlassenes Hotel ist das. Ich glaube schon seit 20 Jahren lost, ne? Genau. Und da wollen wir sogar schlafen. Wir haben alles am Start. Den dicken Sack haben wir am Start. Essen, Kaffee, Schlafsack. Ja, Michi auch. Und Flo ist da hinten irgendwo, da. Da ist er. Genau. Die Powerstation. Und dicken Sack zwischen den Beinen. Und den dicken Sack. Noch viel schwerer als meiner. Herrliches Wetter. 20 Grad. Einfach ein bisschen die Füße baumeln lassen und einmal ein bisschen chillen. Das müsste man viel, viel, viel mehr machen. Das Paddeln. Mach ich viel zu wenig. Ich habe so viel zu tun gehabt mit dem Caddy. Lost Place Tour und so. Es ist ja wieder cool, dass wir hier mal wieder zusammengekommen sind. Wir sind ja schon mal in Belgien gepaddelt zum Kraftwerk. Falls ihr das noch nicht gesehen habt, werde ich den Link unten in die Videobeschreibung packen. Und wir werden ja bestimmt noch mal öfters paddeln.
Moin Flo. Guck, guck. Die Power Station. Ja, die ist da. Du bist das Energieboot. Genau. Du versorgst uns mit Strom und Luft. Ja, mit was hat das Solarpanel? Das wäre noch geil, ein Solarpanel oben drauf. Und Michi ist Biene Maya. Die Biene, Biene Maya. Ich bin eine Biene. Ich bin Papa Schlumpf. Flo sieht nicht mal, was bei seinem Rucksack im Weg ist. Er muss immer so hochgucken. Guck, guck. Hey, siehst du mich überhaupt noch? Jetzt ja. Aber Michi nicht. Flo, du hast ja die Powerstation dabei, ne? Ja. Hast du nicht schon Kaffee gekocht? Leider nicht. Er lacht doch noch. Wie nur dich. Ab jetzt wird eine Kaffeemaschine angeschafft. Ja. Ich will nächstes Mal meinen Kaffee haben. Ja. Mann, krieg kein Kaffee. Geh weg. Ich will alleine. Ich will alleine für mich sein. Ich koche mir jetzt meinen Kaffee alleine. Nächstes Mal kommt eine Senseo-Maschine. Wäre lustig. Auf meinem großen Staubboot, da kann ich das. Da lade ich euch zum Kaffee trinken nächstes Mal ein. Auf meinem großen Schlauchboot. Also da, wo jetzt die Sonne scheint, da sind wir gestartet. Und ja, ich wollte das Ganze mal ausprobieren. Wegen dem, ich habe ja sonst immer einen kleinen Rucksack mit und jetzt wollte ich mal den großen mitnehmen, ob das überhaupt funktioniert, eine Overnight zu machen mit dem Rucksack. Aber es passt doch wirklich alles rein. Ich habe ja meine Schuhe, habe ich hier auch noch, ein Handtuch habe ich noch. Und ja, da kann man wirklich mal größere Sachen planen. Vielleicht auch mal wieder irgendwo im Ausland, in Österreich, Schweiz oder vielleicht mal Holland. Schauen wir mal. Und da vorne ist schon die Location. Das war mal ein Tauchhotel. Hier, wir haben gerade auch ganz viele Taucher hier im See gesehen und vorne an den Parkplätzen und ja, das ist wohl mal pleite gegangen und seit 20 Jahren auch lost. Natürlich auch eine richtig geile Location direkt am See. Wir wollen da oben auf dem Dach schlafen. Ich hoffe, dass wir da raufkommen und oh, jetzt verschwindet gerade die Sonne. Ich hoffe, ihr könnt was sehen. Moment. So, da mit meinem Fuß, da vorne ist die Location und da vorne ist noch ein Haus. Jetzt kann die Sonne aber wieder rauskommen. So, einmal um den See fast gepaddelt und jetzt wollen wir raus. Wir müssen die Schlauchboote ja noch eben wieder zusammenpacken. Und hier wollen wir heute Abend schlafen. Wir gehen natürlich mal ein bisschen rum und gucken uns das ganze Ding mal an und müssen unseren Schlafplatz suchen auf dem Dach. Okay. Scheint schon die Küche zu sein und Spinnnetze voll reingerannt. Na toll. So, ich gehe wieder raus. Hab keine Lust mehr. Uiuiuiui. Aber ich gut abgerockt das Ding. Hui. Steht hier denn noch alles? So eine Salatbar oder sowas, ne? So für Buffet und so. Die Lampen hängt sogar noch. Und hier oben die Styropor-Dinger da. Hier ist sogar noch ein Lastenaufzug. Oh, große Küche, wa? Ja. Oha, guck mal hier. Auch schon alles abgebröckelt. Das Wasser läuft hier so runter in den Stromkasten. Ach, hier war eine Kühlkammer. In der Kühlkammer steht sogar noch ein Gefrierschrank. Doppelt ist besser, ne? Ja, ist logisch.
Kommst du bestimmt jetzt hier in den Restaurantteil, ja? Oh, riese Fensterscheibe, aber alle schon kaputt. Ui, richtig großer Saal, wa? Ja. Oh, die Platten oben schon am Schimmeln. Schöne Holzvertäfelung. Ja, Holzvertäfelung, hier überall ist auch hier mit Bleifenstern, Spiegeln. Hier ist sogar noch ein, ja, was soll das sein, ein Sessel? War mal ein Sessel. Es war mal ein Sessel, kann man gar nicht mehr definieren. Hier haben sie auch teilweise zugemauert. Ja, die Türen stehen auf jeden Fall überall offen. Hier bestimmt auch mal, wa? Alles voll mit Glas. Ja, war auch mal vor einigen Jahren noch. Alles voller Spiegel. Ja, du warst ja schon mal hier. Ja, vor 2 Jahren. Vor 2 Jahren warst du schon hier. Da sah es noch nicht so aus, wie es jetzt aussieht. Boah, das ist immer... Ich bin immer zu spät, habe ich das Gefühl. Ja. Aber es ist auch ja, mal interessant, den Verfall so zu sehen, ne? Wollen wir uns ein Zimmer buchen? Die? Ach, hier ist die Rezeption da, oder was? Da. Nein, alles. Alles belegt? Alles belegt. Gut, dann schlafen wir auf dem Dach. Das Dach ist nicht reserviert. Nein. Oh, ich sehe schon wieder, Keller. Wir müssen in den Keller, aber vorher müssen wir hier nochmal lang gehen. Sieht auch spannend aus. Oh, oh ja, das ist wirklich schon 20 Jahre lost. Hier steht noch ein Schreibtisch. Oh, das war bestimmt mal so ein geiles Hotel hier. So schön direkt am See. Hier war bestimmt so ein Konferenzraum. Genau, weil die Schulung abgehalten worden für Taucher. Ja, weil, ach ja, stimmt, da war ja eine Taucherschule, genau. Taucherhotel. Taucherhotel. Ja, ja, kann ja Konferenz sein oder Schulungsraum oder so. Alles möglich, ne? Ist ja auch cool, kannst hier gleich deine Taucherflasche auf Schultern. Genau. Deine Flossen an und dann watschelst du rüber und rein da in den schönen See. So wie wir heute mit dem Paddelboot. Boah, hier auch noch. Oh, ein Vogel. Und weg ist er. Oh. Ja, es war Hotel und Restaurant in eins, ne? Genau. Das sieht man hier hinten auch noch. Hier sind auch noch Fliesen mit. Ja, das ist so ein kleiner Billardtisch, ne? Ja. Aber so Mini für Kinder, oder? Hier steht sogar noch was drauf. Weiß nicht, ob wir. Also, ich habe so ein Poolbillard, ist auch größer. Ja, Poolbillard. Das war bestimmt für Kinder. Das ist wieder geil hier. So gruselig. Aber wir gehen ja gleich noch wieder in den Keller. Auf jeden Fall hier auch irgendwie so eine kleine Küche. Hier war noch ein Badezimmer. Da, oh, hier. Hier hängt tatsächlich auch noch eine Lampe. Ich komm. Ich häng gerade. Ich komm nicht durch. Hä? Jetzt. Oh, dankeschön. Ganz schön groß das Gebäude. Auch so hier mit diesem Übergang zu dem Restaurant rüber. Ach hier, von hier aus könnten wir in den Keller, ne? Wollen wir von hier aus in den Keller? Ja, dann gehen wir mal in den Keller. Boah, hier schon auch alles mit Moos überseht. Ach hier, da sind 2 Kellerräume. Ja. Ganz runter und hier noch so ein mittlerer. Boah. Oh, das stinkt auch ganz schön nach Moos. Ui. Hier sind noch 2 Tanks. Hier müssen wir ein bisschen aufpassen. Ja. Hier geht's abwärts. Das ist der untere Keller noch. Okay, Flo sagt, da unten ist nichts mehr im Keller. Aber drüben im anderen Gebäude ist noch was. Genau. Keller, okay. Da gehen wir jetzt hin. Da gehen wir jetzt hin. Oh, ist ganz schön warm, ne? Puh. 14 Kilo hinten auf dem Rücken. Den einfachen Weg oder den schweren Weg? Ja, wir nehmen immer den schweren Weg. Ja, genau, jetzt hier mit den schweren Rucksack runterlatschen. Genau. Ja, nee, ist klar. Ja, da kannst du ja nur rückwärts runtergehen, oder? Ja. Ja, okay. Warte. Oh, Opa muss wieder vorlaufen, oder was? Ja. Ja, war wieder klar. Und gleich schnappt mich jemand von hinten. Nö, das ist schon mal sehen. Ja, ob du mir da Bescheid sagen würdest. Das ist ein scheiß Gefühl, rückwärts runterzugehen. Habe ich euch das schon mal gesagt? Ja. Also das sah ja mal so aus, ob die hier unten so Wäschraum hatten. Abstellkammer, guck mal, hier steht sogar noch ein Eimer, wo das ganze Wasser reinläuft. Es sind auch noch so verschiedene Räume. Achtung, verursacht schwere Verätzungen. Ach du Schande. Das muss wohl irgendwie der Putzraum gewesen sein. Weil hier so viel Chemikalien. Guck mal rein hier, das ist noch halb voll. Ja, ja.
Geschirrspülmittel, 500 Milliliter. Küche, Reinigung, Küche, Kaffee, Küche, Restaurant. Von 1991 noch, 2008. Hier ist der Lastenaufzug, der ging oben in die Küche. Hä? Kühlräume. Oh, Kühlräume. Ach, steht sogar drauf. Kühlstelle 4 steht da drauf. Boah, jetzt krieg ich die gar nicht mehr auf. Ups. Wollen wir hier schlafen? Wieso, passt doch. Hey, wir können alle. Hat jemand versucht, Lagerfeuer zu machen? Ja, das ist schön warm mit hier drinnen. Wir müssen Neon TV anrufen. Wir haben gerade so ein gehört, ne? Ja. Die auch, oder? Ja. Wer weiß, was das war. Ein Fall für Leon. Leon! Hier stehen noch Gummistiefel. Genau, hier war mal eine Garage. Hier geht's dann weiter. Noch eine Gefriertruhe. Aber sonst ziemlich leer, den Keller. Aber trotzdem wieder irgendwie ein bisschen gruselig, finde ich. Hat wieder irgendwie was. Ich finde Keller immer spannend. Ich weiß nicht warum. Auch hier, guck dir mal diesen Raum an. Besonders abends und nachts. Guck dir diesen Raum mal an, hier mit diesen Blumentapeten. Unten im Keller. Das allein schon irgendwie wieder gruselig, finde ich. Ja. Aber schön eingerichtet. Hier will ich schlafen. Na, dann mach mal. Okay. Dann bis morgen. Mach die Füße. Ja, gute Nacht. Gute Nacht, schlaf schön. Ja, werde ich. Ja. Richtig zumachen, ne? Ja, danke schön. Guck mal, noch ein Wassereimer. Auch schon randvoll mit Wasser. Zwei. Ja, zwei, eine übereinander hier. Wenn du zu sehr wackelst, dann fällt der eine in den anderen. Hier sind noch Kontoauszüge und hier steht irgendwas mit Stammdaten drauf. Aber leider ist das schon so durchgeweicht vom Wasser. Hier auch schon die ganzen Dinger schon schimmeln schon vor sich hin. Hier ist noch ein Lagerraum. Hier ist sogar noch Tapete gelagert. Farbe. Wandfarbe. Hier eine Toilettenbrille. Was ist das da noch? Auch so eine Stammdaten mit lauter Zahlen, aber was bedeutet? Ersterfassung Zugang. Nur für den Dienstgebrauch. Personalgruppe. Es war auf jeden Fall irgendwas für die Angestellten. Ja, und sie hat 13. Personengruppe 13. Aus welchem Jahr kommt das? Sieht man da irgendwas? 83. Ja, das passt ja zum Tauchhotel. Das war so schön latschen. Wir können ja damit nachher Probe tauchen. Ach, das waren ja alle Spinte. Entweder für die Angestellten oder vielleicht haben die ja für die Taucher hier solche Spinte zur Verfügung gestellt, wo sie ihre Tauchflaschen und sowas alles reinstellen konnten. Und vielleicht wurde das dann hier auch irgendwo aufgeschrieben. Hier unten war dann die Bar. Clubraum. Der Clubraum für die Taucher. Ui, oh, hier ist eine Fledermaus unten drin. Okay, das ist blöd. Dann lass es doch wieder nach oben gehen, aber ja. Boah, siehst du auch gar nichts mehr. Hier ist alles verschimmelt. Hier, die ganzen Deckenpaneele sind schon abgefallen. Andere Seite auch. Ja. Boah, auch alles hier, da hier. Hier sieht man sogar noch einen roten Teppich, der total aufgeweicht ist. Boah, hier guckt euch mal den Tresen an. Boah, einfach zusammengekracht von, dass er so aufgesaugt ist vom Wasser, dass er in sich zusammengebrochen ist. Boah, was Wasser so alles anrichten kann. Das hörst du auch hier überall am Tropfen. Hier auch, hier schöner roter Teppich. Boah, klitschenass ist der. Boah. War Elektroraum. Hier ist noch ein Bettkasten. Guck mal, hier hat bestimmt jemand geschlafen. Da unten liegt noch Bierdosen. Guck dir mal die Wand an. Ja. Boah, total verschimmelt. Hier war auch schon wieder ein Lagerraum. Oh, was ist hier denn? Zimmerreservierung. Von 2017. Was? Jo. Hier. Früher schon zu sein. 2.3. 17. Preise, 120 war ja noch dann D-Mark, ne? Nee, Euro, war ja schon Euro.
Ne, 100. Ja, 100 Euro. Am 10.3. Anreise bis zum 12.3.2017. Oder wann immer. Oder die hat sich verschrieben. Nein, das heißt 97. 97. 97 heißt das. Bei 2003 soll es ja geschlossen worden. Also ist das ja doch noch D-Mark-Preise. Ja. Da habe ich doch recht gehabt. Oh, total durchgeweicht, wa? Ja. Was waren das? Sessel? Sessel. Sessel und hier. Bettkasten. Die Schränke. Alle durchgeweicht. Das stinkt hier unten. Bestialisch. Siehst mal, wie sich das so alles auflöst, ne? In 10 Jahren schauen wir nochmal vorbei hier. Ja. Dann sind die gar nicht mehr da. Hier auch wieder ein Lagerraum. Haben sie Lampen gelagert? Ist mal eine Frage, war hier unten auch, haben die hier auch Zimmer gehabt? Das weiß ich nicht. Oh, hier hat sich jemand gemütlich gemacht, oder? Oh, eine Dose Fisch. Oh, hier, wie heißen die Dinger? Schmilberin, oder wie das heißt. Aber ich glaube, da riecht der Schimmel viel mehr als der Fisch. Ich fass das bloß nicht an. Suströming. Ja, riech mal. Nee. Mach doch mal. Nee. Ne, stinkt überhaupt nicht mehr. Mach mal, riech mal. Stinkt überhaupt nicht mehr. Oder? Stimmt. Nur hier der Kellerschimmel. Ja, der Kellerschimmel, der übertrumpft alles. Da fragt man sich, wer hat sowas hier verkostet? Guck mal, ein Dosenöffner liegt auch noch daneben. Ja, Dosenöffner und Fernsehen. Guck mal, der hat vorher noch Fernsehen geguckt und dann hat sich hier so ein Dings reingehauen. Und eine leckere Dose. Und danach ist er Rollschuh gefahren. Und hat noch ein Bierchen getrunken. Und hat noch ein Bierchen getrunken. Der sieht noch besser aus, ja. Und da ist noch einer. War es das schon? Oh, 89. Dann waren hier unten noch Zimmer, hä? Sofa oder Bettsofa. Oh, hier ist ein Kriechkeller. Guck mal, den haben sie extra nochmal aufgemacht hier. Und da in der hintersten Ecke steht tatsächlich noch ein Kühlschrank. Guck mal, hier auch. Aber hier ist nichts drin. Hä, wo ist denn der Raum? Ja. Ist hier ein Geheimraum. Hä? Oder? Ja. Stimmt, hier haben die auch schon mal versucht aufzustemmen. Hier war bestimmt irgendwie mal so ein Haupteingang oder so, glaube ich. Und da waren dann die ganzen Zimmer. Und hier auf der anderen Seite auch. Echt schon ganz schön abgerockt, das Ding hier, ne? Da hinten steht so eine Regentonne. Wer hat die da hingestellt? Das Treppenhaus sieht geil aus, oder? Mit den bunten Glasscheiben. Sieht aus wie in einer Kirche. Schön bunt. Ja. Geländer ist aber auch alles schon weg. Und das ist die letzte Etage. Da hat nur 2 Etagen. Und hier müssen wir gleich irgendwie was finden, wo wir es aufs Dach können. Wir wollen ja hier oben aufs Dach. Hä? Was ist das denn? Guck mal, die haben die Türen so alle aufgestapelt. Ich glaube, hier hat jemand einen Raum gemacht, oder? Da sind auch noch Gardinen, da steht noch Bier. Wir gehen einfach mal rein. Dass hier gleich noch nicht schlafen. Hallo? Hallo? Hey, die haben jetzt sogar einen Grill gebaut. Was? Hier ein Sofa. Hier, guck mal, hier waren welche. Hier sind noch frische Bananenschalen. Die haben Feuerholz gesammelt. Ja, Leute, was soll ich dazu sagen? Deswegen brennen die Locations immer ab, ne? Oben an der Decke, guck mal. Die haben hier alles vollgeschrieben, die ganzen Deckel. Was steht denn da? Pot Kaffee. Echt? Wo? Ach. Da, stimmt, Tatsache, da steht Pot Kaffee. Mit Pot Kaffee. 2 Esslöffel Zucker, Sahne, sonst. Ja, nö, das können, ja, okay, da hört es dann wieder auf. Banane. Ja, da liegt sogar noch ein Brötchen.
Haben wir unser Armbrot auch schon sicher. Aber die benutzen wenigstens einen Aschenbecher. Hier auch noch so, hier, weißt du, hier so ein bisschen mit Deko. Ein Spiegel. Deswegen, ich bin unten an der Straße lang gelaufen und habe mich schon gewundert, das ist das einzige Zimmer, was du von draußen siehst, wo Gardinen vorhängen. Ja. Und ich habe mich schon gewundert, hä? Warum hängen denn da Gardinen vor? Vor dem einen Raum nur. Und die Scheiben fast noch heile sind. Und die Scheiben sind noch fast heile. Ja. Das ist schon... Da hat ja jemand hier aufgepasst, dass die Leute hier nicht die Scheiben kaputt machen, oder? In dem Raum hier. Vielleicht kommt der ja nochmal wieder, oder die, oder wer auch immer hier sind. Ist ja jetzt auch Wochenende natürlich, heute ist Samstag. Jetzt haben wir alle drei Geräusche gehört, jetzt fängt schon wieder an. Komm, wir gehen wieder raus. Kehrblech, hier so eine Wanne mit Besteck und Teller. Schön sauber gemacht hier da unten, ne? Mit Eimer. Hä? Sogar guck dir mal die Klo-Dings an. Funktioniert das Klo hier noch? Oder schütten die da oben Wasser rein? Nee. Das wäre es dann noch gewesen, oder? Vielleicht schütten die da oben Wasser rein, weißt du? Hier auch wieder ein Anzeichen vom Taucherhotel. Eine Tauchbrille. Hier steht das auch noch drauf. Guck mal. Aufstehen, Kaffee trinken, Wasser abkochen, rauchen, lernen, streunern, rumsitzen und in die Luft starren. Was heißt das? Wasser holen, bisschen Holz sammeln, die Wände vollmalen, schlafen. Das ist ja schon krass. Eigentlich können wir ja in den Raum schlafen. Der ist ja schon fix und fertig. Boah, wie schnell dunkel das geworden ist. Ja, da hinten waren wir ja gerade. Das Restaurant. Ja. Ja, da, guck mal, da hinten ist eine Leiter. Ich glaube, da kommen wir aufs Dach. Schöner, wenn wir hier auf das Hauptgebäude kommen und nicht da hinten. Aber schauen wir mal. Das finde ich aber schon merkwürdig, dass sie hier die Türen so hingestapelt haben. Die waren überall früher in den Räumen unten überall verteilt, die Türen. Und mit eben mal, als wir hierher kamen, stand alles hier oben. Sammelt jemand Türen? Vielleicht machen sie hier auch noch eine Tür rein, die du gar nicht mehr aufkriegst. Weißt du, dann mit dem Sicherheitscode? Nein. Kaffee. 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 Das ohne Kaffee. Kaffee. Weil jetzt habe ich irgendwo den Raum gerade gesehen, wo wir vielleicht übers Dach klettern können. Ich glaube, noch einen Raum weiter. Noch einen Raum weiter. Hier hatten sie auf jeden Fall überall auch einen Balkon gehabt. Und ihr seht, da vorne ist der See. Oh, das ist cool. Schöner Ausblick zum See. Ist auch nichts los hier. Hier ist Totenstille. Außer Flo. Der Herr latscht in Scheiben. Sei mal eben ganz kurz ruhig. Hier ist ja gar nichts mehr. Kein Wohnhaus, gar nichts. Nur der See. In den anderen Gebäude übrigens, da vorne, wo wir vorbeigegangen sind, da kommen wir nicht rein. Das haben die schon ganz gut zugemacht. Ja, komm her. Dann lass uns Platz suchen. Es wird dunkel. Ich brauche meinen Kaffee. Da haben die echt so eine Leiter gebaut, wa? Die hat aber nicht lange gehalten, ne? War aber beim letzten Mal noch heile, ne? Wo wir hier waren. Flo sagte gerade, die war letztes Mal noch heile. Ja gut, das ist eine Birke, die bricht schnell durch. Ja, ist die Frage, kommen wir da hoch jetzt, weil der Sessel da steht, oder kommen wir jetzt hier eigentlich hier hoch aufs Dach? Auf einem anderen Dach kommen wir leider nicht drauf. Da gibt es keinen Zugang. Wir haben im Gebäude noch mal geguckt. Es gibt keine Luke. Es gibt keine einzige Luke nach oben auf dem Dach. Und die Leiter von draußen haben wir vorhin schon gesehen. Ja, da kommen wir leider nicht hoch. Die haben sie schon abgeflext, die Stufen und so weiter. Ich mache jetzt mal eine Probe. Das sieht von unten lustig aus, wirklich. So, Probe bestanden. Alter Schwede! Oh, Mann, wird nicht. Der ist doch leichter als meiner. Nee. Die Kamera ist auf dich gerichtet, Flo. Ist mir wieder so klar. 1, 2, 3 und hepp.
Und abrollen. Und abrollen. Perfekt. Alle sitzen drauf. Ich habe Höhenangst. Ja, Respekt. Genauso wie Jack hast du auch Höhenangst. Traurig, dass wir da nicht rüberkommen und da auf dem Dach schlafen können. Schade. Sieht aus, als ob da mal eine Treppe war, ne? Ja, keine Chance, da hochzukommen. Ja, wir wollten gerade unser Nachtlager hier aufbauen. Aber hier sind, glaube ich, gerade welche raufgegangen. Mit Musik. Es kommt da hinten aus dem Wald. Ich weiß nicht, ob die jetzt hier sind. Ich sag nur einmal, mit Profis arbeiten. Was habt ihr denn? Wollt ihr hier ein Zirkuszelt aufstellen? Oder was habt ihr hier vor? Habt ihr ein Pavillon mitgenommen oder so? Wollt ihr noch eine Grillparty machen oder so? Also, das war unser Plan. Also, so, ich werde mir jetzt erstmal meinen Kaffee kochen. Prost. Die sind schon alle fleißig am Aufbauen. Ich brauche erstmal meinen Kaffee und dann baue ich gleich gemütlich auf. Ohne Kaffee läuft hier einfach nichts. Ne, vor allem, weil es erst deine zweite Tasse heute ist. Ja. Stimmt, das ist heute erst mein zweiter Becher Kaffee. Ich schäme mich, Leute, ich schäme mich. So, die beiden sind hier schon am Essen. Guten Appetit. Danke. Schmeckt's? Sehr gut. Perfekt. Ja, ich habe hier nur meinen Kaffee. Ich habe irgendwie noch keinen Hunger. Und ja. Jetzt gucke ich mir so ein bisschen die Sterne an, obwohl überhaupt keine Sterne da sind. Okay. Vielleicht kommen sie ja noch. Doch, ein paar. Oh, der große Wagen ist auch. Nee, der kleine Wagen. Und dann schalten wir also allmählich ab. Aber es ist voll ruhig. Wir haben, glaube ich, nebenan haben wir noch so einen Campingplatz. Da hat die ganze Zeit noch ein Hund gebellt, aber ja, der hat jetzt auch aufgegeben. Jetzt ist er ruhig. Und ein komisches Gelache. Und ein komisches Gelache haben wir gehört, genau. Aber sonst ist ruhig. Noch. Mal gucken, was passiert hier. Und da vorne so, da kommt irgendwo aus dem Wald noch ein bisschen Musik. Die hört man hier noch. Oh, jetzt kam gerade ein Auto auf den Parkplatz. Uts, 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 uts. Ich kann mit euch wetten, hier kommen heute noch welche her. Meinst du? Ja, 100% kommen hier noch welche her. Guten Appetit, Flo. Danke. Alter, ich flieg hier voll geschillt so. Voll geil. Endlich mal wieder eine Overnight. Habt ihr euch auch schon so lange gewünscht? Mhm. Wird mal Zeit, ein bisschen mehr Overnights wieder zu machen. Ja, Wetter ist perfekt natürlich, aber das stört mich nicht. Ich kann auch im Winter Overnight machen, bei minus 7 Grad. Aber im Sommer ist es natürlich immer ein bisschen schöner. Aber trotzdem habe ich schon einen Pullover angezogen. Was isst du da, Flo? Nudeln Bolognese. Oh, das sieht auch ganz gut aus. Das schmeckt auch gar nicht schlecht. Was hat Michi gegessen? Chiwabchichi. Chiwabchichi. Dann Prost. Oh, ist gleich wieder leer. Kaffee kann mir gleich einen neuen kochen. Wenn du mit so kleinen Tassen anfängst. Muss mal Thermoskanne fertig machen. Und nicht zu vergessen, jetzt schalte ich um in Overnight-Modus. Tada! Ah!
Guten Morgen. Na, habt ihr gut geschlafen? Ja. Ja, ich nicht so ganz. Bin ein paar Mal aufgestanden. Meine Luftmatratze war doch nicht so toll. Ich hätte sie doch mal ein bisschen wieder Luft rauslassen sollen. Ja, ich mag das lieber eher auf so dünnen Luftmatratzen zu schlafen, anstatt auf so eine dicke. Aber naja. Oh, was machst du denn? Ist nicht guck mal, geschnitten. Flo hat schon Brot gebacken. Brot in der Dose. Ungeschnitten. Ungeschnitten. Ja, das ist gut. Kannst abreißen und dann direkt hier in die Marmelade eintunken. Ich habe mir jetzt mal meinen Kaffee gemacht. Ich glaube, ich war einmal um 4.30 Uhr war ich wach. Dann einmal um 6 Uhr, da hat es kurz angefangen zu nieseln. Und dann bin ich ein bisschen wach geblieben. Aber dann hat es aufgehört mit dem Nieseln. Ja, und dann haben wir weiter geschlafen. Und jetzt ist da derzeit gerade 8.30 Uhr. Ja, frühstücken, gleich wieder Sachen zusammenpacken. Und dann geht's noch ein bisschen weiter auf Lost Place Tour. Wäre natürlich viel geiler gewesen, wenn wir da auf einem anderen Dach geschlafen hätten. Dann hätten wir schön zum See gucken können. Aber naja, man kann nicht alles haben. Das Ganze funktioniert so. So ein paar Brotstücke abgerissen. Die tunken wir jetzt hier in die Marmelade ein. Dann bin ich mal gespannt, wie das schmeckt. Okay, kannst du alleine essen. Schmeckt so schlimm? Nein, die Marmelade schmeckt gut, aber das Brot... Das ist staubtrocken. Na und alt. Ja. Ja, Flo wollte mal hier diese Notfallnahrung ausprobieren, die 10 Jahre haltbar ist. Aber ja, das Brot sind wir beide nicht so von begeistert. Das ist so staubtrocken. Aber die Marmelade ist dafür richtig geil, ne? Ich habe was an der Waffel. Na, damit ist schon besser. Ja, mit Waffel geht. Auf jeden Fall 1000 Mal besser als das Brot. Ja, wieder aufschultern. Und es geht wieder zu den Autos zurück. Oh, ich habe da was vergessen. Oh, ich habe vergessen, meine Schuhe anzuziehen. Gibt es da auf YouTube nicht auch so einen Urbexer, der barfuß durch die Location rennt? Was sagt ihr? Soll ich das auch mal machen? Schreibt mal in die Kommentare. Sieht aber geil aus, ne? Passt zu mir, meinte Flo gerade. Okay. Tschüss. Nee, ich zieh mir Schuhe an. Ist gesünder. Bleib bloß nicht mit der Hose oben hängen. Geht. Ganz gemütlich. Ja. Ja, das war's auch schon wieder von der Overnight- und Schlauchboot-Tour. Ich hoffe, euch hat das gefallen, das Video. Und denkt daran, abonnieren, kommentieren und liken. Schaut auch bei den anderen beiden vorbei, habe ich unten in der Videobeschreibung. Und dann würde ich sagen, abschalten. Bis zum nächsten Abenteuer.